möchtest du, Emma? Ich verstehe dich überhaupt nicht. Kannst du das nochmal klar und deutlich und langsam sagen? Oh Mann, Mama, ich will unbedingt auf die Herbstkirmes, weil Jürgen und Anna durften auch und bitte auf die Herbstkirmes, auf die Herbstkirmes. Oh Mama, ich will auf die Herbstkirmes, Herbstkirmes. Emma, ganz ruhig. Eigentlich hatte ich nicht vor, nochmal auf die Kirmes mit dir zu gehen. Aber Julian und Hanna durften ja wirklich auch. Hallo Mama, na, was macht ihr? Ach Hanna, du kommst gerade rechtzeitig. Sag mal, möchtest du nicht vielleicht mit Emma auf die Kirmes gehen? Das hast du doch auch mit Julian letztens gemacht. Ach nein, danke. Ich muss noch ganz viele Hausaufgaben machen. Und ich wollte noch mit Pia telefonieren und mit Dave telefonieren. Und ich wollte auch noch was lesen. Tschüss. Also, das tue ich mir nicht nochmal an. Das hat mir mit Julian gereicht. Beinahe wäre mir der vom Riesenrad gefallen. Oh Mann. Also, nee. Ich gehe auf keinen Fall mehr mit meinen jüngeren Geschwistern allein auf die Kirmes. Können wir jetzt auf die Kirmes gehen, Mama? Los! Können wir nicht jetzt direkt losgehen, bitte? Kirmes, 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 Kirmes! Oh, wenn's sein muss. Naja, also, Hanna und Julian hatte ich's ja auch erlaubt. Und dann wäre es ungerecht, wenn Emma jetzt nicht gehen dürfte. Ich werde ganz kurz nochmal meine Tasche von oben holen. Dann können wir los. Oh, ja! Yeah. Ich hab Mama überzeugt. Das kann keiner so gut wie ich. So, Emma, da wären wir. Es ist auch gar nicht so voll. Hast du schon eine Idee, was du als erstes machen möchtest? Wir könnten zum Beispiel hier auf das Kettenkarussell gehen. Oder wollen wir uns vielleicht irgendwas Leckeres hier am Süßigkeitenstand holen? Im Riesenrad, da waren wir ja letztens schon. Das hat dir nicht gefallen. Und ich glaube, dafür hier für diesen Breakdancer bist du noch ein bisschen zu klein. Und in dieses komische Wahrsagerzelt, wo wir letztens waren, da gehe ich auf jeden Fall nicht nochmal hin. Mama, können wir nicht hier in dieses Karussell? Ich bin dafür. Mama, dann gehen wir jetzt hier auf das Kettenkarussell, aber du musst auch bezahlen. Ja, die Mama bezahlt natürlich. Wie soll es auch anders sein? Ach, Kind müsste man nochmal sein. Emma, halt dich aber gut fest, es geht gleich los. Oh, ich freue mich. Hoffentlich ist das ganz schnell und hoffentlich muss ich nicht spucken. Oh, es geht ja schon los, es kribbelt langsam in meinem Bauch, wie beim Schaukeln. Alles okay bei dir, Emma? Ja, Mama, ja! Irgendwie hat das ziemlich viel Spaß gemacht. Mir ist ein bisschen schwindelig. Komm, Mama, lass uns noch eine Runde fahren. Bitte! Also wenn, musst du aber ohne mich fahren. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich muss mich erstmal hier wieder ein bisschen ausruhen. Alleine fahre ich nicht, Mama. Dann möchte ich lieber bei dir bleiben. Wir können ja noch was anderes machen. Was riecht hier denn so lecker? Hier riecht's nach Honig und... Also was hier so lecker riecht, das sind bestimmt die gebrannten Mandeln. Wollen wir uns welche holen, Emma? Wir hätten gerne eine große Portion gebrannte Mandeln, bitte. Hier, bitteschön. Guten Appetit. Oh, ich glaube, ich habe noch nie sowas gegessen, aber das duftet so lecker nach Zimt und Honig und ich greife direkt zu, Mama. Stimmt, Emma, ich glaube, die hast du wirklich noch nicht gegessen. Dann probier mal, hoffentlich schmecken sie dir. Die schmecken total lecker, Mama. Ich habe schon 5 oder so gegessen oder noch mehr. Ich kann gar nicht aufhören. Ach, Emma, ich esse die auch so gerne. Die sind echt lecker. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich, glaube ich, gerne noch eine Runde auf dem Riesenrad verbringen. Aber ich glaube, das ist gar nichts für Emma. Also das Riesenrad, da möchte ich auf gar keinen Fall hin. Das ist viel zu hoch, das mochte ich nicht, Mama. Irgendwie kratzt es ganz schön doll. Ich glaube, ich bin erkältet. Emma, alles in Ordnung bei dir? Warum solltest du auf einmal erkältet sein? Irgendwann ging es dir doch noch gut. Mama, das fühlt sich ganz komisch an. Es kratzt und mein Hals ist ganz dick. Ich kann gar nicht richtig schlucken und meine Zunge ist auch komisch. Liegt das vielleicht an den gebrannten Mandeln, an den Nüssen? Nein, Mama, doch nicht an den Nüssen. Warum das denn? Die sind so lecker. Ich liebe die. Vielleicht wird es auch besser, wenn ich noch ein paar davon esse. Ich habe vielleicht zu wenig Nüsse gegessen. Deswegen geht es mir nicht gut. Nein, Emma, lieber nicht. Vielleicht hast du ja eine Nussallergie. Lass das besser sein mit den Nüssen erstmal. Dann wollen wir mal weiter, Mama. Ach, schau mal, Emma, da hinten ist doch Toni. Hey Toni, sag mal, habt ihr Lust auf Nüsse? Oh, hey guys. Wir haben uns gerade gebrannte Mandeln geholt, aber Emma verträgt die, glaube ich, nicht. Deswegen will ich sie lieber loswerden. Und seit wann bist du eigentlich wieder in Playmobil City, Toni? Oh, okay. Thanks, my dear. Also, ich bin nur ein paar Tage hier in Playmobil City. Ich habe hier ein kleines Event. Und grüß mal Martin und danke für die Nüsse. Mama, es tut richtig weh. Es wird immer schlimmer. Och, Emma, wir gehen jetzt lieber nach Hause. Und wenn es schlimmer wird, dann müssen wir eventuell sogar noch ins Krankenhaus. Oh, ins Krankenhaus? Da will ich nicht hin. Oder? Gibt's da vielleicht noch mehr von diesen Mandeln? Bitte.